Hallo und herzlich willkommen zur langer Zeit mal wieder Hexit mit mir. Ich freue mich. Und zwar ohne dich. Hey, was? Hey. Genau. Hallo. Allerdings, das ist mein Jawesker. Das hab ich nicht was. Ach, übrigens, ich bin heute das erste Mal mit dem Mikro im Internet. Cool. Ja, okay, stimmt. Die, Dienste tot. Wie jetzt? Das will mich doch wohl hier verarschen. Nicht veröffentlicht. Das ist dann ja. Egal. Ja, okay, wir werden heute in dieser Folge so ein wenig, wir haben uns ein Thema überlegt, nämlich wie so oft gibt es von uns auch einen Jahresrückblick, der wahrscheinlich nicht allzu lang wird, aber langweilig. Genau. Genau. Es ist nicht gut, aber langweilig. Also viel Spaß. Ja, genau. Das. Okay, Marco, dann hau rein. Das ist ja cool. Ja, genau, du hast damit angefangen, jetzt musst du auch reden. Jetzt muss ich reden. Jetzt musst du die Scheiße auslöffeln. Du bist selber schuld. ja, also mein fing an. Mein Jahr versucht fing der Thema aus, auf den keiner Bock hat. Dann fing der zweite an, dann der dritte. Sag bloß, dass jetzt der letzte Mal anfing. Fünfte und sechste. Ja, irgendwann nach ganz vielen Tagen war dann Februar. Oh Gott. Da habe ich auch nichts gemacht. Ja. Nein, aber März war was ganz Besonderes, da haben wir auch nichts gemacht. Ja, genau. Sicher. Da haben wir noch viel weniger gemacht, aber das mit mehr Elan und sehr motiviert. Ja, wir fangen mal an. Juni, was habt ihr im Januar gemacht? Nichts. Also warte mal, was habe ich im Januar gemacht? Weiß ich nicht. Januar. Ich glaube, da habe ich irgendjemandem Schneeball in die Fresse geworfen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, wir haben uns eingeseift, weißt du noch? Der Winter war ja etwas härter letztes Jahr. Und haben wir uns da hast du sehr zielgenau getroffen. Ich hoffe, du erinnerst dich. Ja, ich kann mich ganz genau erinnern. Ja, also, der Januar war voller Schnee und sehr lustig und kalt und ich habe keinen Bock auf Winter. Im Gegensatz zu Februar. Diesem Jahr. Ende. Februar, wieder Schnee. War sehr spannend, war sehr abwechslungsreich. In der Tat. Habe ich mir die Eier abgefahren? Schreckliche Sache, schreckliche Sache. Definitiv, ja, jetzt hat er keine Eier mehr, der Junge. Er hat sich die Eier gefreut. Wir standen in der Pause am Schulhof, auf einmal hört man so ein Plopp. Scheiße. Seine Klöten auf dem Boden. Ja, das war keine schöne Zeit für ihn, aber naja. Ja, jeder hat mal schlechten Tag. Er hat sich ja dann wieder anschrauben können. Jeder hat einen schlechten Tag. Geil, ey. Ja, es passiert mir ständig sowas, also. Ich weiß nicht, wem das nicht passieren könnte. Ja, er hat sich einfach die Eier abgefroren. Okay. Februar. Nee, gar nicht wahr. März. Nichts Erwähnenswertes, was hier hingehört eigentlich. Boah, ich glaube Zeugnis. Ich glaube, da gibt es die Zeugnisverteilung, ne? Februar? Ja, sind Februar Zeugnisse? Kriegst du eine andere Zeit? Ich weiß es nicht. Ich war besoffen. Was? Hacke voll. Hack hin, stramm, also, ey. Bis unter also das Kind. Ich kann mich ein bisschen an was anderes erinnern. So ey, es ist erst März, nicht Mai. Ja, da hast du gar nichts getrunken können. Das ist richtig. Und vorher noch. Jetzt haben wir die Maus für mich hier gerade ehrlich verarschen. Ja, April war auch öde. Und was kommt dann? Ja, keine Ahnung. Ja. Wir machen einfach mal weiter mit Juni. Ich glaube, es war zumindest Juni. Da haben wir dann angefangen, irgendwie so dämliche Videos auf YouTube zu machen. Ja. Wann war das? Vorher noch auf ein Format, was auch mit You anfängt, aber dann anders endet. Nein, boah, ich weiß nicht, was du meinst, Justus. Das war nur Kevin. Ich schau und Kinder zu. Ich wundere es, wenn überhaupt einer zuschaut. So. Wollte ich gerade sagen. Kann mal bitte einer in den Kommentaren die Hand heben, wer hier zuschaut, bitte? Das wäre voll nett von euch. Die Hand heben. Die Hand heben, in den Kommentaren. Aber schreibt ihr einfach hin, Hashtag Handheben. Machen. Ja, genau. Wenn euch Handheben zu schwerfällig ist, könnt ihr auch einfach nur den Daumen nach oben machen. Genau. Und dasselbe dann nochmal auf YouTube. Ach, guck mal, wir sind so gut, ey. Das sind perfekte Werbestimmen. Ne? Alter. Ja, Das hat ja wunderbar. Was noch? Ja, im Juni fingen wir an und wir waren rückblickend scheiße.
Ja, vorher. Eigentlich nur ein bisschen scheiße. Wir waren schon ziemlich professionell auf einem sehr beschissenen Niveau. Genau. Ja, das war jetzt nicht wirklich einfach so zu erreichen, das war viel Arbeit, ja, aber im Endeffekt waren wir recht scheiße. Ich lade gerade 6 MB in 3 Minuten runter, was ist das? Ich würde sagen, scheiß Internet, aber... LTE. Nein, ich habe kein schlechtes Internet. Nein, es ist nur nicht ganz gut. Habe ich wirklich nicht. Okay, warte, weiter, was ist noch passiert? Kevin ist vom Schrank gefallen. Vom Schrank? Das stimmt gar nicht. Vom Schrank. Was? Ins Klo. Ist klar. Muss ich nicht stimmen, aber Klo ich finde das ein extrem lustiges Bild. Hey, wie soll das passieren? Ich bin in meinem Zimmer, fall vom Schrank, fliege durch den kompletten Flur in das Klo. Ist klar. Sein. Ja, bist du. Passiert doch mal. Das muss ich jetzt berechnen. Passiert doch immer mal wieder. Ja, du. Was war das denn? Du Scheiße. Verdauungsstörungen. War doch nicht im Let's Play. Warum nicht? Du hast auch schon im Let's Play gefurzt. Ja, aber das war. Okay. Ja. Marco, haben wir einen Minium Stone? Nein, der Mod ist hier gar nicht drauf. Nein, das war bei Hexe. Ach, wie heißt das jetzt hier? Dieses andere, was wir vor Hexe gemacht haben. Genau. Fand ich auch scheiße. Ticket war das. Ticket? Ja, Ticket. Haben wir Ticket gemacht? Nee, Ticket haben wir gar nicht gemacht. Oder ja, doch? Ticket können wir aber. Ich denke mal, das werde ich jetzt einfach mal spontan ankündigen. Nee, schon wieder. Wir können mal einfach ein Server-Review machen, so. Server-Review? Ja. Ach so, ja, hatten so wir schon FPS. Hatten wir schon Ewigkeiten mal vor und das können wir jetzt so langsam. Hatten wir, glaube ich, so in der vierten Folge oder so mal gesagt, dass wir das mal vorhaben. Und das können wir ja auch mal machen, so langsam. Also ja, und wir drohen euch immer noch damit, so. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also seid ihr mal durch. Sonst geht das wirklich. Ey, das ist ein Skelett des Todes. Marco, das ist ein Skelett des Todes. Haben Marco, die anderen mach es weg, mach es weg. Oder was? Marco, mach es weg. Wo ist es denn? Marco. Kündigungen. Marco, mach das weg. Marco. Ist das ein Ü? Hä? Ist das ein Ü? Marco, da, im Haus, es ist im Haus. Marco, geh in das Haus. Ja. Marco, in das Haus, genau da, Alter, da in das Haus. In das Haus, Junge. In das Haus, musst du, okay. Alter. Wo ist hier ein fucking Skelett? Grün. Nirgendwo. Ey, ich schwör, es ist ja eigentlich, ich schwör. Ey, ich hab's in der Aufnahme, Marco. Ich hab's in der Aufnahme. Also, das mit der Folge, das hat natürlich wunderbar funktioniert. Glück. Hat man ja gesehen in der doppelten Folge, also er lädt gerade, glaube ich, noch hoch, oder? Es ist perfekt asynchron. Was ist das perfekt asynchron? Ja, auf jeden Fall meine Folge wie immer pünktlich. Wie immer vor allem. ja, verstehe ich nicht. Blitzfisch TV ist immer pünktlich, weil es da keine Zeiten gibt. Genau. So, weil, wisst ihr, was ich jetzt erstmal. Aber das können wir gut. Ach nee, komm. Wieso habe ich eigentlich nur Äpfel zum Fressen? Ich räume jetzt die ganze Scheiße aus. Wir haben aber ein Thema vorbereitet, an und für sich. Das werde ich jetzt mal ganz kurz anschneiden. Warte, ich habe kein Messer. Ja, im Kuchen. Schon mal. Bitte nicht mehr. Da. Was labert der da? Was machst du da? Das ist ein Tischgebet, ja. Tischgebet. Was machst du hier? Ich? Mein Herr brachte mir Brot und Fisch und ich benutzte ihn am Tisch. Das ist ein Tischgebet. Hör auf mit dem Leim, das ist... Justus, ich hab Rollrasen gefunden. Das möchte ich nicht. Gefunden. Das möchte ich... Rollrasen, aha. Den kannst du rollen, Justus. Ja, okay. Nee, halt, das ist falsch. Wollen wir die Entscheidung? Ups, die waren, glaube ich, hier hinten. Nee, hier nicht, da oben. Genau. Ach, hier könnte ich auch mal gucken. Hier ist auch so ein bisschen Protection und alles. Touch, Smite, Feather Falling. Boah, jetzt habe ich 24 Treppen. Den nehme ich, glaube ich. Unbreaking kann ich gut nehmen. Feather Falling nehme ich mir mal. Infinity. Tü-lü-lü-lü. Das meinen wir mal eben aufs Buch. Ist das nicht so ein Eis von Magnum? Tü-lü-lü-lü. Infinity. Keine Ahnung. Das heißt hier Schnauze. Infinity. Lass mir meine... Dass du die Klappe lassen. Kann ich hier vielleicht so ein Buch
kann diese Schriftart Ü und A nicht auseinanderhalten. Smite braucht eh keiner. Mhm. 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 Ach, scheiße, stimmt. Konnte man ja gar nicht. Yeah. Halt die Fresse. Mhm. Halt in die Ecke. Das nervt euch alle, ja, das finde ich toll. Was? Ja, das glaube ich nicht. Ja, dass man euch alle mit einem Wort nerven kann. Ist ja nicht nur eins. Wäre schön, wenn es nur eins wäre. Hä, hey, was? Ja. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn einfach um. Ja, bitte. Bitte. Hä, hey, was? So, Dirt. Klippfisch. Gravel. Justus, sind diese Holzstämme hier auch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aerodynamisch? Nicht aerodynamisch, lackiert, wie heißt das? Behandelt? Lasiert? Scheiße. Da gab's doch mal so ein Wort. Scheiße. Ah, das ist doch scheiße. Was suchst du denn gerade? Ich? Ja, wenn man Holz einsprüht. Wenn man Holz einsprüht, dann ist es? Scheiße. Lackiert. Behandelt. Ja, dann nehmen wir behandelt. Ist das Holz hier behandelt, was im Wasser steht? Was? Wovon redet? Was? Ja, ganz, ganz, ganz schlecht behandelt. Hier, das Haus am See. Ja, ja. Auf jeden Wenn Fall. Wenn das anfängt zu schimmeln. Ja. Das schimmelt nicht, da ist eine spezielle Beschichtung drauf. Genau. Dann ist ja gut. Hier heißt Schimmel. Ja. Ich wollte da, also da habe ich auch Angst vor gehabt. Also, ganz ehrlich. Wie glaube ich dir das? Was ist los mit dir? So ein Affe, ne? Dich könnte man irgendwo verbuddeln, ne? Du musst dich durch den Erdkern graben, statt auf der anderen Richtung wieder raus. Ja, wenn ich keinen Kompass habe. Oh Gott, ey. Ich will Topf auf den Tisch knallen, Kopf auf den Tisch knallen, aber ich habe ein Mikro vor mir. Ganz toll. Ja. Ja, ey, da wäre ich jetzt voll für. Lass mal was essen gehen. Kevin, du kommst in 10 Minuten zu Burger Queen. Hä? Oh ne, jetzt habe ich kein Geld mehr. Scheiße. Burger Queen? Ich habe keinen Bock auf Burger King in letzter Zeit. In alle Fälle habe ich mir jetzt neu geholt. Ach, hast du schon. Sticks, so. Ey, Justus, hast du Leder? Nein, hast du Leder im Inventar? Warte noch. Nein. Was hätte ich ja, wenn du Leder hättest? Ich habe keine Ahnung. Wieso gibt es hier keine verkackten Kühe? Ich habe keine Ahnung. Marco, haben wir Magic Essenzen? Magic Essenzen? Haben wir Magic Essenzen? Stäbe oder was? 10 Stück haben wir noch. Ja, dürfe. 10 Stück? Sag mal, sortierst du hier deine Sachen hier überall rein, aber nicht dahin, wo es hingehört? Nein, Marco. Wer? Hier ist alle durcheinander. Oder ist das Johannes? Ah, das kannst du ja so nicht sagen. Oh. Ja, ist Johannes. Kannst du so nicht sagen. Das ist Johannes, natürlich, ja. Wer kennt die Stäbchen? Kennt die Stäbchen? Ja, ich brauche Stäbchen. Ja, sicher. So. Also, was? Ja, das kann doch nicht sein, dass wir keine Stäbchen haben. Stöcke? Stäbchen? Da, Mitte. Ja, mal. Das brauche ich. Intro-Musik Nutradi. Hä? Nee. Ja, bist du noch im Spiel? Nee, Justus nicht. Nee, ich bin noch nie mehr. Ach, Justus, du bist nicht im Spiel. Nein. Hatte er aber auch gesagt. Schneid gerade ein Video. Aber ich habe irgendwie komisch wenig FPS. Wo ist die Bildklappe? Hä, wo ist die Klappe? Mal komm, haben wir Flizzerid? Was? Ja. Was haben wir? Flizzerid? Warte. Wer ist das denn? Sortiere ich gleich ein, okay? Warte mal, oder warte mal, hey, guck mal hier oben. Hier, ist hallo. Nicht. Hier. Oberste Truhe sind 2 Stacks drin. Und. Ja, da weißt du, dann mach ich mir mal damit so eine richtig geile Ausrüstung. Irgendwo. Sind hier irgendwo PNGs? Ja, ja. Genau, hier ist auch noch Bilder. Was. Ach, genau, hier. Sommer! Das ist die Filmklappe. Keine Ahnung. So, hat das. Ja, was? Da! Nee, das ist dir. Drauf. Flizzerid. Wo hab ich hier Flizzerid? Da hab ich Flizzerid.
Ja, eine Frisserie, der Accessible Kevin. So. Jo, ist mit dieser Smeltery werde ich mich mal wann anders beschäftigen. Sag mal, ist der Timer nicht schon längst? Also irgendwie? Nee, tatsächlich. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, wir machen also dann mal weiter mit komisch, dem Jahresrückblick. Wir hatten ja, nachdem wir jetzt irgendwie mal aufgehört haben, komischerweise. Ja, wir hatten halt angefangen mit Neutradi. Und seitdem haben wir. Ja, und dann hört's eigentlich auf. Nein, ja, dann haben wir erst. Es war schon nicht einfach. Feed the Beast gemacht. Ja, was heißt, war nicht einfach. Ja, aber wir hatten alle eine schwere Zeit. Ja, ja, eine schwere Kindheit. Ja. Jetzt wird's still. Ja. Genitiv, nein. Denitiv, nein. Oder war das Denitiv? Hat er nicht Genitiv? Was nein, sagt der Johannes? Denitiv. Wir haben doch noch Leder, wollt ihr mich verarschen? Moment, ja, hab ich da gerade reingegangen. Wir haben auch Lackschuhe noch in der Kiste. Kannst du mir das nicht einfach sagen? Warum? So ist lustiger. Ja, wenn mir jetzt so eine richtig. Alter, wo ist diese verflötete Filmklappe hin? So, Gold haben wir wieder ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich habe die gelöscht. Aber ich habe immer noch das Bild von deiner erotischen Halterung. Ach, Justus. Hey, das ist echt geil, oder? Kevins, ja, das ist einfach Bild. Traumhaft. Halterung. Vor allem die Celebrations im Hintergrund sind traumhaft. Hä, bei der Celebrations? Ja. Ich dachte, das wäre mit. Okay, dann sind halt Celebrations. Weil es sowieso eine geile Sieftrüstung. Komm mal, Yomushi. Okay. Ich hab meine Rüstung. Wir sind hier nicht bei Broken Thumbs. Genau. Bei uns ist es schlimmer. Nein, geht gar nicht. Effizienz, dann machen wir noch Unbreaking Enchant. Aber haben wir nicht. Ich habe hier nur Protection 4 Effizienz, Silk Touch, Unbreaking Enchant. Okay, richtig geil. Ist egal. Ich finde das geil, dass man diese Sachen verzaubern kann. Ja, ich hab's gefunden. Ohne Level. Kann man die? Das ist richtig. Ja, Fritz Herit kannst du ohne Level verzaubern. Ja, das stimmt. Und das ist echt toll. Ach komm, leg mich doch. Hey, warte mal, wohin laufe ich denn? Ich hab da jetzt mein Leder. Wir haben hier Ektoplasm. So. Blasm. Nee, warte mal. Wie heißt denn Ektoplasmatisch? Ich habe jetzt einen tollen Flugstab. Kennst du noch? Endoplasmatisches Reticulum. Endoplasmatisches Reticulum. Das wäre doch dieses Zickzack-Ding, oder? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab da geschlafen. In einer Plasmatischen. Ne, das hatten wir gar nicht. Wir haben das nur angesprochen. Das halt du mit deinem Besoffen. Ja, irgendwie, ich sag das dauernd, aber bin ich nicht. Ich bin so hart. Hat bekloppt im Kopf. Ja, auch nicht. Ja, aber das mit voller Leistung. Das stimmt, das kannst du nicht. Das schafft nicht jeder. So. Bekloppt sein kann ich gut. Ich kann nicht viel, aber nichts können, das kann ich so gut. Okay, nichts kann ich auch nicht. Zack. Das ist irgendwie beschissen. Bewegung, war das hier? Ja, tatsächlich. Yeah. So. Sieh mal, wir hatten ja hier so. An Silvester auch nochmal so ein bisschen Drogen. Nee, Witze von wegen ging es irgendwie mal zwischendurch. Kevin, du bist zu nichts zu gebrauchen, außer als schlechtes Beispiel. Ja, das ist richtig. Warte mal. Irgendwie kommen wir nicht zu unserem viel mehr war das ist ja kommen wir nicht zu unserem Jahresrückblick. Aber die Folge ist eh nur noch ein paar Sekündchen lang. Von daher ist das eh egal. Ja, ja. Dann kommen wir dann nämlich in der nächsten Folge mit weiter und dann vielleicht auch ein wenig besser. Das ist ja nahezu erotisch. Ja. Der kommt jetzt die Filmklappe hinter. Gut. Und jetzt klingelt auch der
Der Timmer. Jetzt sortiere ich mal eben hier dieses Inventar. Timmer! Ne, nicht Timmer, sondern Timmer. Also Timer. Timmer! Nein, der hat damit. Alter, ich habe letztens mal wieder South Park geguckt. Ne, das ist so behindert. Wer sortiert das denn Scheiß eigentlich? Ich. Dann wirst du dafür jetzt gesteinigt. Warum auch immer. Nee, ich glaube nicht. Dann war ich das nicht. Würde ich dir auch raten. Ja, das ist Rüstung. Ah, ich habe mein Backpack gefunden. War hier noch was drin? Ja, die ganzen Stäbe. Kann ich das ein bisschen skalieren? Ich glaub's ja nicht. Warte mal. Da bin ich wieder. Lass du warst weg. ich hätte das schon mitbekommen, das Digga. Sag mal, du bist doch schon am Aufnehmen, oder? Ja. Ja, aber das sieht man ja nicht. Aber man sieht ja nur schon, wie ich spiele. Ja, aber du hast wo hast du dich gerade gemutet? In Teamview? In Teamspeak? Fuck. Viel Spaß bei Hause. Ja, da bin ich. Boah, ne. Ja, muss was heißt denn bei Teamviewer? Fraps meinst du? Teamspeak. Bei Teamspeak habe ich mich gemutet. Ja, aber nicht bei Fraps, also nicht insgesamt. Du musst dich muten, wenn du dich komplett mutest, dann musst du dich an deinem Mikro direkt muten. Ah, geil. Das finde ich jetzt gut. Was? Ja, das hat das vergangen. Naja, kann jedem mal passieren. Boah. Voll und dann können wir aufhören mit der Aufnahme. So, das reicht. Boah, das irgendwie geht hier ein bisschen auf. Zack. Okay. Hey, ich verstehe es nicht. Siehst zack von ihm auch hocherotisch, ne? Zack. 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 Watchen auf Night Vision. Ich habe auch mal in einer Aufnahme den Namen dazu gesagt. Der Peter meinst du? Also jetzt nicht der Debitor. Übrigens. Nee, aber das, was dann kam. Boah, ne, halt die Seite. Das findet niemals einer raus. Das war einfach. Ja, das findet niemand dann gut. Raus, oder was? Oh, <nein. lacht> Oh. Jetzt bin ich mal schlimmer. Die Zuschauer wissen jetzt nicht, was wir hier wollen. Ja, genau. Oh, das ist fies, das ist aber fies. Ihr dürft euch einfach vorstellen, das ist sehr dämlich, was wir hier gerade sagen. Ja. Das ist sogar ziemlich. Das ist Markus verhältnis hier dämlich. Ja. So, dann wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Also es hat euch nicht gefallen. Da, wenn Daumen runter, dann auch biete konstruktive Kritik, was wir denn hätten. Genau, wenn Daumen runter, dann wenigstens komplett nach unten. Genau. Welche und Folge ist das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Bis denne. Tschüss.